I mean the defendant, Schroeder, to take the witness. Interrupt for a moment. We have not as yet received notification of any witnesses to be called on behalf of the defendant, Schroeder. And I'd like to call that to the attention of the defense counsel so he may take care of the matter so we'll be properly noticed. And then be sworn, repeating after me. I swear by God, the Almighty and Omniscient. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen werde. And will withhold and add nothing. Dass ich nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde. You may be seated. Ich bin am 6. Februar 1891 in Hannover geboren. Ich wuchs in meinem Elternhause auf, hatte bereits frühzeitig ausgesprochene Neigungen zu den Naturwissenschaften. Zunächst hatte ich die Absicht, den Lehrberuf zu ergreifen, wie mein Vater im Lehrberuf tätig war. Aber im Laufe der Schulzeit sah ich doch, dass das für mich nicht das Lebensziel war. Angeregt durch Verwandte, die Arzt waren, entschloss ich mich, Medizin zu studieren. Es kam noch eine zweite Neigung hinzu. Wir sind eine alte Beamten- und Soldatenfamilie. Meine Vorfahren waren eine ganze Reihe Offiziere. Und so entschloss ich mich, Sanitätsoffizier zu werden, um diese beiden Neigungen, Medizin und Soldatentum, miteinander zu vereinigen. Ich wurde auf der Kaiser-Wilhelm-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen der alten Bildungsstätte der Sanitätsoffiziere der preußischen Armee aufgenommen und studierte, wie das mit der Akademie verbunden war, an der Universität Welt militärische Grundausbildung durchzumachen, begann dann mein Studium, legte im Jahr 1912 das Vorexamen und 1916 das medizinische Staatsexamen ab. Mein Studium wurde durch den Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 unterbrochen, sodass ich im Jahr 16 zu einem Kommando zur Beendigung des Studiums und Ablegung des Staatsexamens nach Berlin zurückkommandiert wurde. Ich machte den Krieg als Truppenarzt, kam dann wieder ins Feld und war in der letzten Zeit Adjutant eines Korpsarztes. Herr Zeuge, wollen Sie nun einmal Näheres über Ihre weitere Dienstzeit erzählen? Sie blieben nach dem Ersten Weltkrieg im Heer. Aus welchem Grunde blieben Sie? Wie war Ihre weitere Laufbahn und Ihre weitere Ausbildung? Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das deutsche Heer verkleinert auf das bekannte 100.000 Mann Heer. Dies bedingte das Ausscheiden eines großen Teils der vorhandenen Offiziere.
Luftmarschall Sir Sholto Douglas, der Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte in Deutschland, trat zu einem zweitägigen Besuch in Hamburg ein. Er nahm an einer Sitzung des Zonenbeirats in Hamburg teil und äußerte sich bei dieser Gelegenheit zu den dringendsten Problemen der britischen Zone. Zunächst begrüßt der Marschall die deutschen Mitglieder des Zonenbeirats. Der erste Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Dr. Schumacher. Gewerkschaftssekretär Franz Splitt, der Oberpräsident der Nordrhein-Provinz, Dr. Lehr. In seiner Ansprache erklärte Sir Sholto Douglas, dass seine Ernennung mit dem Beginn einer neuen Phase der britischen Politik für die Verwaltung der britischen Zone zusammenfalle. Damit sei nicht gesagt, dass er jetzt irgendetwas an der Politik seines Vorgängers, Feldmarschall Montgomery, ändern werde. Das charakteristische Merkmal der neuen Phase sei, die Verantwortung für die Verwaltung in größtmöglichem Umfang auf deutsche Organisationen zu übertragen, soweit dies mit den im Augenblick herrschenden Verhältnissen und Erfordernissen der alliierten Besatzungsstreitkräfte vereinbar ist. Success in your work and assure you of my desire and intention to make full use of this council and of the advice which I shall receive from it. Die erste Spruchkammersitzung der Stadt München wurde in Anwesenheit hoher Offiziere der Münchner Militärregierung, des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Höbner und des Staatsministers für Sonderaufgaben Heinrich Schmidt im Münchner Justizpalast eröffnet. Als Hauptangeklagter stand der Denunziant der Geschwister Scholl vor Gericht, der ehemalige Hausdiener der Universität München, Jakob Schmidt, der Mitangeklagte Scheithammer. Im Februar 1943 hatten Hans und Sophie Scholl, Studenten der Münchner Universität, durch Flugzettel zum Widerstand gegen das Naziregime aufgefordert. Die Denunziation Schmidts führte zur Hinrichtung des Geschwisterpaares durch nationalsozialistische Henker. Schmidt bekam für die Auslieferung der beiden Studenten von der Gestapo ein Blutgeld von 3000 Mark und einen Händedruck des damaligen Gauleiters. Folgende Zielmaßnahmen werden verhängt: Einweisung in ein Arbeitslager auf 5 Jahre. Zweitens, Einziehung der für die Festnahme der Geschwister Scholl bezogenen Belohnung von 3000 Mark. So findet der Fall Scholl seinen Abschluss in der ersten Spruchkammersitzung der Stadt München. Ein bedeutendes Ereignis für die schwer beschädigte Stadt Mainz war die Wiedererstehung der alten Universität. Sie war im 15. Jahrhundert gegründet und im Jahre 1815 wieder geschlossen worden. Sie heißt jetzt Johann Gutenberg Universität und wurde aus den Gebäuden einer ehemaligen Flakkaserne erbaut. In den unteren Stockwerken sind Vorlesungsräume, im oberen Unterkunftsräume für zunächst 300 Studenten errichtet worden. Für das erste Semester haben sich 1500 Studenten einschreiben lassen. Die feierliche Einweihung fand in Gegenwart General Königs statt, des Befehlshabers der französischen Besatzungsarmee. Oberregierungspräsident Dr. Eichenlaub, der höchste Beamte der deutschen Verwaltung in Hessen-Pfalz, überreichte dem Rektor, Professor Dr. Josef Schmidt, den goldenen Schlüssel der Universität als Sinnbild der eigenen Verwaltung und der Freiheit der Forschung. In diesen Tagen gedenkt Mainz des größten Sohnes der Stadt, Gutenbergs, der vor 500 Jahren die Buchdruckerkunst mit gegossenen, beweglichen Typen erfand. Das von der Zerstörung verschonte Gutenberg-Museum ist jetzt wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Auf dieser Presse druckte Gutenberg als erstes Werk die Bibel. Thank you.